So, ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ark Aberration. Wir sind hier auf dem Server unterwegs und versuchen gerade unser Haus zu bauen. Zumindest stehe ich jetzt gerade hier auf der Hausplattform. Was macht ihr? Xa will sterben. Hi. Wieso? Weil Xa gesagt hat, komm, wir machen mal die Krabbe. Okay. Und wir brauchen ja Chitin. Oh, die Krabbe kloppt sich gerade jetzt schon mit dem Trikey. Wir müssen sie da gar nicht locken. Da läuft noch ein 88er Revenge rum. Ja, Krabbe. Krabbe. Ja, komm her. Krabbe. Krabbe ist gleich tot. Ah, die blutet doch noch nicht mal wirklich. Krabben bluten nicht. Na doch. Ach du Scheiße, die macht die Trikes blatt. Die macht die Trikes blatt. Ich schieß mal mit drauf. Ja, ich auch. Okay, Krabbe ist tot. Perfekt. So. Und Trikeys sind nicht mal mehr sauer auf uns, dann ernte ich ja, die nö, jetzt mal. Das sollten ja auch auf uns sauer sein. Ich hab befürchtet, dass ich die eventuell... Aber die könnten wir auch kurz wegfrischen. Die sind so dermaßen klein. Mach das ruhig eben. Mehr Krabben. Ich hab 1, 2, 3, 4, 494 Chitin und weiß nicht, 100 Polymer? Okay. Das sind ganz schöne. Wie soll man sagen? Die sind echt gut. Ich meine, bei der Größe, also, wow, da sollte schon was bei rausspringen. Ja. Schön. Okay, gut, ja, dann machen wir uns zurück. Ja. Der Dödi kann nichts, habe ich gerade nochmal geguckt, ob das vielleicht ein großer ist. Ja, ich muss ja den Zuschauern auf YouTube auch noch was gestehen. Ja, ich hat geschält. Sinde ist ein bisschen böse auf mich. Sinde wird nie wieder mit mir reden. Mal schauen. Trilobiten schubsen. Genau, Trilobitenfußball. Ja, ich habe also als das Baby kam, ich war da irgendwie so reflexartig und habe gedacht, komm, das ja, alles war gerade am Abhauen. Ja, alles war jetzt schnell klicken. Ja, das war gerade am Abhauen, das Baby. Und dann habe ich E gedrückt, weil ich dachte, hier kommt ein... Und habe dann nicht dran gedacht, dass ich es damit claime. Und Feuer? War das halt mir. Das ist aber ein 100... Ja, das sind die grünen Kristalle? Das sind die grünen Kristalle, genau. Wie gesagt, da kommen größtenteils die Queen Games raus, aber auch normale Kristalle. Ja, immerhin ein paar, genau. Das ist gut, braucht man ja für unsere Bude. Ja, und Sinde kümmert sich bald ums Dach bei der Bude, oder wie ist jetzt die Planung? Mhm. Was machst du gerade? Ja. Ich bin hier fleißig. Das ist gut, wenigstens eine. Lernen wir wieder nur Mist machen hier. Was heißt Mist? Wir haben hier gerade gut Chitin rausgeholt. Gut Chitin geholt für die nächste Plattform, ne? Also war gar nicht so viel Mist. Wir waren sogar mal ganz nützlich. Nicht unnütz. Ja. Naja, so die Basilisken-Ecke, ich hau mal ab. So. Ja, wird halt besser sein. Zumindest bis wir unser Rudel haben, sollte ich da mal weg. So, ich sollte mal nach dem Baby schauen, ne? Dass das gleich. Ja, so langsam. Gut ist, weil wir waren jetzt weg. Hab ich gerade ein bisschen Panik. Sinde, wenn du drüben auf der Plattform bauen willst, in dem Schrank liegen auch noch einige Teile drin. Ah, super, toll. Da hatte ich zumindest die Kiste reingeschmissen, die ich noch bei hatte. Ach ja, siehst du, der Trike ist auch schon fast. Oder ist schon über die Hälfte durch. Das der war ja ist 63. Stego, ist Stego, ja. Stego Trike. Ja, genau. Stego Trike. Haben wir den eigentlich Stego auch offscreen gelegt, den Stego? Ne, den haben wir noch in der letzten Folge gemacht, oder? Gute Frage. Was sagt denn unser Geist im Hintergrund? Hat er dazu eine Meinung? Ich meine, das war im Offscreen. Das war im Offscreen? Ey. Aber alle Angaben ohne Gewehr. Auf jeden Fall haben wir da oben ein Stego liegen. Das ist noch, da müssen wir uns noch dran gewöhnen. Mit den Folgen im Off und hast du nicht. Ja, da liegt ein Stego Level 120, der lief da so rum. Nee, das haben wir doch in der letzten Folge gemacht. Alter, man wird ja auch nicht jünger, ne? Naja, wie dem auch sei. Stego. Träumchen, ehrlich. So, 1, 2, 3, 4, 580. Das heißt 1000,
100 Stein vielmal, also ungefähr. Cool. Cool. Schreibt in der Chat. Lego-Legen war im Off? Ehrlich? Haha! Schockiert mich. Ja, da liegt ein Stego-Level 120. Jetzt mir über den Weg gelaufen, habe ich gedacht, komm. Nicht liegen lassen. Oh, Pull. Wir haben gar nicht mehr so viel Stein. Also, falls jemand Zeit findet, Stein zu machen, ich auch nochmal. Ich kann kurz mit dem Lady losdüsen. Der kann mittlerweile 2000 Stein rentragen. Sehr schön. Gehe ich mit dem Hund los und hole nochmal Holz, weil wir brauchen ja für die Plattform auch wieder einiges. Jo. Ach, hast du da jetzt mal einen gekrallt? Einfach den. Mit Leuten. Kojak, sehr einnehmendes Wesen. Also alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, wird sich unter den Nagel gerissen. Du wolltest doch eh Södi nehmen. Also, ich habe jetzt noch nicht. Ich habe jetzt noch nicht festgestellt, dass ein Hund irgendwem wäre. Sorry. Apropos, hier, meine Errungenschaft, mein Beutegut, mein Diebesgut, ja. Ja, die könnt ihr mal einen Namen in den Chat schreiben. Wir sind ja nach wie vor im Stream für die YouTube-Zuschauer. Vielleicht kommt jetzt ein schöner Name für mein kleines Baby, weiblich ist es. Alles nur geklaut. Alles nur geklaut. Genau. Level 155 Weibchen ist es. Das heißt, wenn wir das wieder verpaaren, hat Sinde dann dafür ein richtig großes. Ja, also das ist von daher schon mal gesichert. Aber ich könnte sie in der Tat Beutegut nennen, oder so. Ja, das fände ich gut. Was machen wir mit dem ganzen Polymer eigentlich? Das können wir doch gerade noch gar nicht gebrauchen. Oder kannst du damit schon irgendwas bauen? Ich könnte damit Elektronikzeugs bauen. Also Kühlschränke, Generator und so Gedöns. Brauchen wir eigentlich ja dann auch so demnächst irgendwann mal. Das stimmt, aber ja. Du Kuya, du hast hier aber irgendwas falsch gemacht mit diesen Glasscheiben. Was? Die sind eigentlich richtig. Wieso? Nee, da ist doch... Oder ist das jetzt hier ein Leck oder Bug oder so? Die einen Scheiben sind nicht richtig. Also bei mir waren die alle richtig. Können wir gucken. Ich bin jetzt gerade am Steinhacken. Lass einfach mal so. Ich schau mir das dann an, wenn ich wieder drüber bin. Wolltest du dir nicht falsch holen? Ja, ich habe nur gerade einen Stein gehackt, weil der im Weg war. Klaus der Wittchen. Den fand ich auch noch. Der ist gut. Klaus der Wittchen, schöner Name. Also Kleptomania ist auch super. Aber Klaus der Wittchen war ist jetzt schon sehr, sehr gut. Opf. Illy-Rüstung haben wir schon gebaut. Das wäre sonst auch so das Erste, was mir einfällt. Ja, zwar nicht für alle, aber so viel brauchen wir eigentlich da nicht, oder? Ja, wobei, wenn jeder eine hätte, wäre vielleicht nicht verkehrt. Jo, dann kann ich mich gleich nochmal reinsetzen. Wobei wir noch von letzten Mal über haben. Also, Cementing Cast. Quatsch. Pulli. Organisches Polymer. Zu Klaus, der Mädchen ist schon nice. Ja, das glaube ich, das muss ich sofort hier in die Tat umsetzen. Hätte ich auch noch gefragt? Nein. Nein. Eigentumsdelikt. Oh Mann. Grafik ist tatsächlich doch alles auf Epic, fast alles auf Epic. Ich kann da gerade mal zeigen, weil es immer wieder gefragt wird, auch mal unter den Videos. Hier sind die Einstellungen. Anti-Aliasing ist auf High und das Terrain Shadow ist auf High. Ansonsten habe ich alles auf Epic. Resolution Scale ist auch hochgedreht. Kann eventuell ein bisschen was runternehmen. Haben wir vielleicht immer noch ein paar Ruckler haben oder sind die jetzt weg, die Ruckler? Das können wir nochmal fragen. In der letzten Folge war ja so aufgekommen, dass es hier und da ein bisschen ruckelt. Gering, genau. Ich kann mal sagen, ob das sich verflüchtigt hat oder ob es nach wie vor ist. So,
Ist das nicht süß? Baby Klaus der Wittchen? Baby Klaus der Wittchen. Ja. Nee, schön. Ruckler sind weg. Oh, das freut mich sehr. Das freut mich in der Tat sehr. Wobei es ein weiblicher ist. Also, oder ein, ja, eine weibliche ist. Ja, ein Wittchen ist. Immerhin. Also. Ach so, ja. Sonst wär's Klausi, der Wittchen. Der Klaus, der Wittchen. Ja. Klaus von der Wittchen. Oh, Klaus von der Wittchen wäre ein guter Name. Komm, scheißegal, ob Weibchen oder Männchen. Nennen Sie bitte Klaus von der Wittchen. Bitte. Okay, wird gleich geändert. Oh Mann. Das ist ein Adliger. Das ist ein von der Wittchen. Klaus von der Wittchen. Das ist... Herrlich. Ich werde jetzt meinen Hundi überladen. Na egal, wir kommen schon hoch. Warum ist Sinde so ruhig? Ich glaube, weil Sinde hochkonzentriert baut. Aber du darfst ruhig... Also, der Chat findet deinen Vorschlag auch ganz toll. Ja, ich glaube auch. Nein, ich bin ja gar nicht ruhig. Nur ein bisschen. Wie, nur ein bisschen? Nur ein bisschen. Voll kondensiert bei der Arbeit. Genau. Jetzt guck dir endlich mal da die Glasscheiben an. Du hast da was falsch gemacht. Und ich krieg das nicht behoben. Was ist das? Ich schätze, das ist wirklich nur ein Anzeigefehler. Als ich dort war, war alles richtig. Wenn du es auch nicht behoben kriegst, dann wird das... Ich bin gleich da. Mein Hund ist nur gerade so langsam. Ich hopf es gleich rüber zu dir. Ich schätze, es ist wirklich nur ein Anzeigeproblem dann bei dir. Ja gut, dann... Das Panorama hatte ich eigentlich genau eingestellt. So, kurz. Ja, geht nicht. Also, von den Ravagers alles an... Wie heißt das Zeug? Funklewood. In die S-Plus-Smithy. Oder, ach nee, S-Plus-Dings. S-Plus, wie heißt denn das Ding? Crafting. Eigentlich nur Crafting-Station, glaube ich. Blind. Da. Ich glaube, das zweit- oder drittunterste sein. Ja. Kannst du auch gleich im Transfermenü bleiben? Ich komme gerade hier mit dem Dödi angerollert. Sehr gut, ich mache jetzt gerade noch Thatch und dann nehme ich deinen auseinander noch, ja. So, bin da. Thatch vom Ravager in die Dings. Transfer Stone. From all Dinos mache ich jetzt einfach. Auch wieder da rein. Transfer 2300, alles da. Hast noch Flint? Perfekt. Warte mal kurz, nehme ich auch noch. Nee, Flint habe ich gar nicht. Nimmt er ja gar nicht. Nee. Ist etwas dunkel. Ja, Entschuldigung, macht er wieder heller. So. Ich tu dir mal das ganze Polymer da rein. Das kannst du ja dann. Huch, das kannst du ja dann verwursten, wie du magst. Mhm. Ja, nehme ich dann gleich mit rüber. Oh, ohne Taktik. Achso, und Dings dürfte fertig sein. Da kannst du auch das nächste bauen, Xa. Die Cementing Paste habe ich durchgejagt. Mhm. So, dann geh ich gleich mal rüber zur Sinde. Zeug da alles rein. So. Und glühende Pfoten. Ui. Wo hast du die Bending Pass reingelegt? Die müssen noch im Mörser sein. Okay, Sekunden. Jetzt sieht es wirklich falsch aus hier. Ja, eigenartig. Ah! Sinde! Digga, alter Sinde. Voll drauf reingefallen. Sehr schön. Komm.
Du hättest mir einen Gefallen machen und meine Randamplette hier irgendwie runterjagen. Ich krieg dich gerade nicht. Oder warte mal, vielleicht krieg ich dich. Schade, dass ich nicht auch cool war. Ich bin voll drauf rein. Oh. Ich krieg meine Randtablette nicht. Danke für dein Follow, Sir Teufel. Deshalb warst du so ruhig. Glaubt das ja alles nicht. Ja, der Chat feiert's gerade ganz gut. Glaubt zu Recht. Nicht nur der Chat. Komm nicht an meinen Hund. Oh, wie schade. Ich wollte eh Wasser auffüllen. Der andere erwachsen ist. Ja, ja. Ihr wird mir nur gemobbt. Oh. Scheiße. Voll auf den Leim gegangen. Kacke. Schön. Hast doch die Krallen dabei, stimmt. Ich hätte auch hochklettern können. Ja. Ach, egal. Jetzt laufe ich. Nutzen sich die Krallen nicht ab, die kosten ja auch ein bisschen was. Oder? Wie teuer sind die eigentlich? Ich habe das gar nicht mehr im Kopf. Nö, war jetzt, glaube ich, nicht so teuer. War ein bisschen Eisen, Holz und ein bisschen Hide, glaube ich. Okay. Also ist nichts wirklich. Oder? Ja, Fiber, ein bisschen Wood, ein Green Gem und ein bisschen Metall. So. Okay. Nicht sehr teuer. Ah, ja. Unglaublich. Oh, das ist mir. Vor allen Dingen, wenn ich an Sindesstelle gewesen wäre, ich hätte wahrscheinlich einen ähnlichen Plan geschmiedet, muss ich ja zugeben. Und ich bin trotzdem voll auf den Leim gegangen. Nicht schlecht. Ja, ja, die Ruhe vor dem Sturm nicht beachtet. Ja. Chapeau. Oh, wie geht's dem hier? Supi, der ist auch gleich fertig, der 120er Stego. Und dann schauen wir mal das Baby an. Klaus von der Witch. Das ist wirklich ein Top-Name. Besser nicht. Klaus von der Witchin. Da ist er, Baby Klaus von der Witchin. Nee, Juvenil Klaus von der Witchin sogar schon. Ui. Und das andere ist ein Adoleszent, allerdings auch noch 53%, also brauchen wir schon noch etwas. So, jetzt bringst du das aber wieder selbst in Ordnung da. Ja, ja, mach ich. Das ist ja wohl die Höhe. Kann ich eigentlich so rübersliden auf der Zipline jetzt, wo die drüben ist, meine Katze? Müsste, ne? Jawohl. Das noch, ja, aber du durftest dann wahrscheinlich gegen die Foundation klatschen. Ich. Das muss ich sagen. Ich. Nein! Nicht schon wieder! Fuck! Sehr schön. Was hat der jetzt gemacht? Er ist gegen die Seele geklatscht und runtergefahren. Oh. Das ist die Scheiße. Ja, du, das ist aber echt ein Problem, ne? Da müssen wir uns was einfallen lassen, wenn man da mal mit der Hand rüber, also händisch rüber will. Ja, müssen wir halt irgendwie noch unten, ne, sie liegen dran hängen oder so. Und noch eine Auffangstation irgendwie machen. Doppelabgang, was die Sinde mir antut, das ist unglaublich. Warte mal, komme ich da irgendwie? Ja, jetzt mach ich's doch mit. Ja, doch, warte, ich schau mal kurz, ob da noch eine Seele da ist, dann kann ich da irgendwas hinzimmern, eventuell. Ja, hat doch was. Auch gleich noch mit. Komm ich damit an? Davon auch. Ja. So, bin da. Was wollen Sie? Ich bin hochgeklettert jetzt. Bleibt ja nichts anderes übrig. Hast du so komplett entfernt hier die Ceilings oder was, Sinde? Sinde? Sinde ist gemutet. Sinde sagt nichts mehr. Wahrscheinlich unter dem Boden verlangen. Sinde! Wahrscheinlich ist ihr Hund wieder von der Fensterbank gefallen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit.
Ruhe vor dem Sturm. Ja, ich glaube, die Sinde hat immer noch die Ceilings im Gepäck. Mein Gemein. Ich mach mal ein Licht. Ja. Naja, weil du bist jetzt wahrscheinlich schon da drüben, oder? Ja, was ist? Ich kann auch nochmal rüberkommen. Ja, nö, ich hätte hier ein bisschen Licht gebraucht, aber. Nö. Ja, tolle Antwort. Oder nicht nur zum Leuchten, bin nur in deinen Armleuchte. Doch, doch. Also die waren ja schon hier. Nee, da wollte ich mal gucken. Gut, was stünde jetzt an als nächstes? Wir brauchen immer noch. Jede Menge. Leck mich doch am Arsch! Was ist denn heute los? Bauteile. Oh, bin schon wieder unten. Oh Mann. Ich bin über die Railing geklitscht. Sinde, was ich dich noch bitten wollte, ist, die Ceilings da wieder hinzusetzen. Ja, mach ich. Ich bin ja nicht so. Wäre nett. Ich wollte ja nur den Tridobiten hier töten. Gibt's doch gar nicht. Ich bin echt einfach so über die Ceiling geklitscht. Voll fies. Wir müssen da unbedingt anständige Wände hinmachen. So, nun ist es hier auch, sicher. Sicher rutschbar. Sicher auch ist. Per Hand. Und okay, man also nicht Koya sicher, aber zumindest so ein bisschen sicher. Ich will schon Koya sicher. Das wird aber teuer. Sehr teuer. Ja, ausladen, da müssten wir die Fläche da noch ein bisschen vergrößern. Ja, ich würde gerne mal losziehen mit euch nochmal was zähmen gehen, oder? Ich meine, so eine. Ja, ich meine, Häuschen hier sollte ja auch noch irgendwie mal fertig werden. Ich würde gerne mal, weißt du, so ein bisschen erkunden und. Wir können ja die Hunde wieder verfüttern, weißt du, jetzt haben wir ja so viele. Super, ja, tolle ganz, Idee. Ganz tolle Idee. Ego ist gleich fertig, haben wir auch Bärchenfarmer hier. Ich weiß nicht, was könnte man an, also eine Roll Red haben wir ja eben schon gesagt, aber da unten ist keine mehr. Müssten wir vielleicht wieder ein bisschen weiterlaufen. Eine Roll Red könnte man nochmal suchen gehen. Was macht denn der Honig? Oh, da dürfte fleißig vergammeln. Ja, wahrscheinlich. Ja, weg. Honig ist aus. Ja. Honig ist aus. Das heißt, dann müsste ich nochmal Honig holen gehen. Oh, Stiko ist gleich fertig. Ja, der ist gleich fertig. Ihr war doch. Könnt ihr mal rüberkommen, dass wir nochmal Honig holen? Oder wollen wir das erst, wenn wir eine Red haben? Ich würde erst eine Red suchen, bevor wir Honig holen. Weil wenn wir keine finden sollten, dann ist der Honig auch wieder vergammelt. Doch, der bei mir. Wie wollen wir denn den Stego nennen? Ist es ein Männchen oder ein Weibchen? Ein Weibchen, glaube ich. Okay. Tante. Können wir sie nennen? Edna. Hat Edna? Tante Edna. Ne, korrigiere, ist ein Männchen. Okay. Onkel Stan? Onkel Stan. Ja, wegen mir auch das. Und vielleicht hat der Chat ja noch einen schöneren Namen als Vorschlag. Ja, soll ich mal eine Roll Red suchen gehen oder. Was für ein Vieh bin ich? Oh, ist das schön. Ein Schwanzschlag und keine Ahnung, wie viel tausend wären. Ja. Okay. Zah schlägt lieber mit Schwänzen durch die Gegend. Dann gehe ich halt mal gucken. ob ich eine Roll Red finde. Falls ich gleich wild schreiend wieder zurückgerannt komme, war es kein Roll Red, dann war es ein Basilisk. Genau. Okay. Was habe ich denn? Ist das. Nee, teurer Hund war nicht der wertvollste, ne? Wir hatten noch einen 150er oder sowas, glaube ich, im Level. Ich habe jetzt nicht das größte Männchen, so, ich habe so ein mittleres. Die Trikes sehen nachts richtig schick aus. Die leuchten so schön. Die haben recht viele von diesen Leuchtflächen. Die anderen sind so ein bisschen unscheinbarer.
Die Trikes sind richtig schick. Das ist die Fläche, wo wir das große Rudel hatten mit dem 120er. Aber ich sehe gerade kein Rudel. Rate mal, wann du das weitersuchen kannst. Ach nö. In der nächsten Folge. Nee, ich will noch nicht aufhören. Das sind wir noch nicht. Na gut, okay. Ausnahmsweise. Wenn Kia sagt, ich muss Schluss machen, dann höre ich auch lieber auf, weil ich kann nicht zwei Frauen heute gegen mich aufbringen. Wäre fatal. Könnte böse. Also wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und tschö. Tschüss. Ciao.